Three, two, one. ...1954. Das Wunder von Bern. Der 3:2-Sieg über Ungarn beschert der deutschen Mannschaft die unverhoffte Weltmeisterschaft. Marilyn Monroes neueste Rolle. Amerikas Sexsymbol heiratet den Baseballstar Joe DiMaggio. Ehe auf Zeit. US-Waffentest im Pazifik. Auf dem Bikini-Atoll explodiert die erste Wasserstoffbombe mit der 600-fachen Stärke der Detonation von Hiroshima. New York. Ein Morgen wie jeder andere. Doch plötzlich wird Atomalarm gegeben. Die Menschen sollen das Unvorstellbare proben. Verhalten im nuklearen Ernstfall. Damals hatte es den Anschein, der Dritte Weltkrieg stehe bevor. Und viele meinten ganz verzweifelt, wir müssen doch gewappnet sein. Diese Waffe macht den Menschen Angst, auch im Westen. 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg verfügt auch die Sowjetunion über die Atombombe. Startschuss für das nukleare Wettrüsten. Los Alamos, New Mexico. Wo einst die Atombombe entstand, wird nun an einer neuen Superwaffe gebaut, der Wasserstoffbombe. Ich war der Überzeugung, dass was gemacht werden kann, gemacht wird. Frage von wem? Mir schien es unvergleichlich besser, wenn diese Bombe zuerst in den Vereinigten Staaten gebaut würde. Das Bikini-Atoll im Pazifik. Ein Südseetraum. Hier weiß niemand vom nuklearen Wettlauf. Wir lebten damals alle zusammen. Wir, unsere Eltern und Großeltern. Wir hatten niemals Hunger. Es gab alles, was wir brauchten. Und wir lebten in Harmonie. Doch die Tage dieses Paradieses sind gezählt. Evakuierung vor dem großen Test. US-Soldaten gehen an Land, auch sie noch ahnungslos. Über die Strahlung wussten wir nicht mehr als über den Sonnenschein. Man sagte uns, ihr werdet geschützt, kein Problem, tut einfach, was wir euch sagen. Und wir waren jung und dumm genug, das zu tun. Die Amerikaner haben Mike mitgebracht, Codename der ersten H-Bombe. In weniger als einer Minute werden wir die gewaltigste Detonation erleben, die die Menschheit je gesehen hat. Countdown für eine neue Dimension des Schreckens. Das war einer der eindrucksvollsten Momente in meinem Leben. Ich dachte, ja, das ist es. So wird's gemacht. Und ich hatte das Gefühl, die Geschichte hat eine neue, plötzliche Wendung erfahren. Die Bombe entwickelt eine Sprengkraft von mehr als 10 Millionen Tonnen TNT. 600 Mal Hiroshima. Erkundungsflug über ein Atoll, das nicht mehr existiert. Das Inselparadies Elugelab ist tot.
Für die Bombenbauer zählt allein ihr Erfolg. All test items seem to be swept clean. Huge lab is completely gone. Nothing there but water. And what appears to be a demon. Ich habe sofort telegrafiert an Los Alamos. Und zwar durfte ich nicht sagen, die Wasserstoffbombe geht. Das war geheim. Und mein volles Telegramm war, es ist ein Junge. Andere bekommen Skrupel. Im Falle eines neuen Weltkrieges droht unserer Zivilisation der Untergang. Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich alles tun, um das zu verhindern. Sagt der Vater der Atombombe. Die Bewohner der Pazifikinseln sehen, wie ihre Heimat untergeht. Wir spürten, dass wir machtlos waren. Wir hatten keine Mittel und keine Macht, irgendetwas dagegen zu unternehmen. Jetzt läuft der Countdown für die zweite größere Bombe. Codename Bravo. Die Sonne geht im Westen auf, so kam es uns vor. Aber das Einzige, was aufstieg, war ein Blitz. Nicht wie eine aufgehende Sonne, die langsam aufsteigt. Es war wie ein Kugelblitz. Tausendmal Hiroshima. Von nun an kann der Mensch alles Leben auf Erden zerstören. Es war eine ungeheure Explosion. Als wir sie hörten, dachten wir, die ganze Insel Rongelap ist vernichtet. Die Bombe lässt tödliche Asche regnen. Die Besatzung eines japanischen Fischerbootes gerät in die radioaktive Wolke. 23 Männer sind völlig verstrahlt. Einer stirbt sofort. Man dachte, es geht ja schließlich um die Bewahrung des Friedens. Da sind einige Unfälle auf dem Weg dorthin unvermeidlich, wenn auch bedauerlich. Bedauerlich auch, dass der Wind die Asche auf die Inseln treibt. Die Strahlung ist messbar, der Schmerz über die Folgen nicht. Mein erstes Baby kam ohne Rückgrat auf die Welt. Alles war weich. Es war eine Totgeburt. In den folgenden Jahren sterben viele Bewohner von Rongelap an Schilddrüsenkrebs. Die meisten Kinder leiden an bösartigen Tumoren. Auch amerikanische Soldaten zählen zu den Opfern der Bombe Bravo. Wir waren doch Versuchskaninchen. Es hieß, wenn du während der nächsten 40 Jahre nicht ernsthaft krank wirst, dann hast du es geschafft. Ich habe diese 40 Jahre nicht geschafft. Ich bekam Krebs. Der Preis des Friedens. Wir waren so glücklich, als wir noch als Familie zusammenleben konnten. Jetzt sind wir in alle Winde zerstreut, wegen dieser furchtbaren Dinge, die uns widerfahren sind. Three, two, one.
1955. Die Bundesrepublik wird souverän. Das Ende der Besatzungszeit, Anlass für einen schlichten Festakt. Die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat. Der goldene Käfer. In Wolfsburg rollt der millionste Volkswagen vom Band. Und läuft und läuft und läuft. Heimkehr der 10.000. Die letzten deutschen Kriegsgefangenen kehren aus der Sowjetunion zurück und das ganze Land fühlt mit. September 55. Bundeskanzler Adenauer kommt nach Moskau, um die letzten Kriegsgefangenen heimzuholen. Die Sowjets hatten eingeladen. Kanzlerbegleiter sehen kaum Aussicht auf Erfolg. Die ganz große Mehrheit waren das, was man damals kalte Krieger nannten. Die wünschten sich gar nicht einen Erfolg dieser Veranstaltung. Es war Feindesland. Beide Seiten bezeichneten sich als Todfeinde, auch in der Presse sogar. Trotzdem militärische Ehren, 10 Jahre nach Kriegsende. Nur wenige Kilometer von der Stelle entfernt, wo die Rote Armee Hitlers Panzer gestoppt hatte. Jetzt spielen Sowjetsoldaten das Deutschlandlied. Kein Misstrauen mehr? Also einmal hat den Russen natürlich imponiert, wie vorsichtig wir waren. Das würde man ja heute nicht mehr machen. Wir haben einen eigenen Eisenbahnzug hingefahren nach Moskau. Mit einem elektronisch völlig abgesicherten Abteil, abhörsicher. Wie die Kanzlerlimousine, bestaunt von Moskauer Schulkindern. Der erste Verhandlungstag. Kann man reden mit dem Klassenfeind? Die Stimmung war sehr angespannt und eher skeptisch. Ich glaube, es war niemand sicher, dass es gelingen würde. Gelingen soll die Befreiung von 10.000 deutschen Kriegsgefangenen. Die letzten von mehr als 3 Millionen. Die meisten büßen für Verbrechen, die sie selber nicht begangen haben. Irgendwie musste man die Hoffnung haben, nach Hause zu kommen. Wer die nicht hatte oder verloren hatte, ist normalerweise auch tatsächlich gestorben. Jeder Dritte starb im Lager. Was Adenauer nicht weiß, die Freilassung ist längst beschlossene Sache. Jeder Gefangene musste einen Fragebogen ausfüllen, in welches Deutschland er entlassen werden will. Doch warum dann die Einladung an Adenauer? Ich glaube, dass die Russen wohl auf jeden Fall entschlossen waren, die Kriegsgefangenen freizulassen. Und dass sie sich nur noch überlegten, was sie als Preis dafür vorher kassieren konnten. Bulganin und Chruschtschow, die zwei Kremlherren, zu Besuch beim kleinen Bruder. Ost-Berlin wird eingeweiht in Moskaus Pokerspiel mit Bonn. Journalisten aus aller Welt waren Zeugen, als die beiden Delegationen zusammentrafen. Schnell stellt sich heraus, die Sowjets wollen zuerst diplomatische Beziehungen mit Bonn. Für den Kanzler aber stehen die Gefangenen ganz oben auf der Tagesordnung. Man saß sich gegenüber und führte ein freundliches Gespräch. Aber das Lächeln vor Beginn der Konferenz darf hier nicht als Symptom gewertet werden. Und gleich der erste Streit. Chruschtschow zählt deutsche Kriegsverbrechen auf. Adenauer antwortete darauf und sagte, ja, das ist wahr. Aber beim Einmarsch der Sowjetarmee in Deutschland sind ja auch schreckliche Dinge passiert. Und daraufhin konnte Chruschtschow nicht mehr an sich halten. Und gerät in Wut. Verbales Kräftemessen. Chruschtschow war sehr erregt, schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte, wenn Sie nicht ohne Wenn und Aber diplomatische Beziehungen aufnehmen wollen, nun, wir können warten. Nach dem Zusammenprall herrscht tagelang das gleiche Bild. Nichts Neues vom Verhandlungstisch. Die Journalisten kabelten erneut, aussichtslose Lage in Moskau. Können kalte Krieger Kompromisse finden?
Adenauer nutzt die freie Zeit für Sightseeing. Abends dann Ballett und immer wieder Trinkgelage. Der Kanzler weiß, dass in Russland erst beim Wodka Tacheles gesprochen wird. Und dass man immer vorbereitet sein muss. Globke, gut für vieles, hat vor jeder Verhandlungsrunde im Hotel jedem Mitglied der Delegation einen Esslöffel voll Olivenöl zu schlucken gegeben, was, wie man weiß, eine gute Magengrundlage ist für harte Drinks. Solche Ölung macht den Alten stark. Er konnte trinken wie ein Mann, obwohl er doch eigentlich so lang und dünn war. Beim Wodka bricht das Eis. Diplomatische Beziehungen im Tausch gegen die Gefangenen. Der Kanzler hat allein entschieden, wie so oft die Begleiter staunen. Wir waren ja völlig paff, wie der Adenauer aufsteht und sagt, meine Damen und Herren, Sie sind Zeuge eines wichtigen Moments geworden. Berater hatten vor dem Abkommen gewarnt, weil es die deutsche Teilung noch ein bisschen fester zementiere. Doch Adenauer unterschreibt, vor allem, weil er Realist ist. Schon bei der Ankunft zeigt sich, dass er richtig kalkuliert hat. Die Heimkehr der Gefangenen zählt für die Deutschen mehr als ein Vorbehalt in Sachen Völkerrecht. Adenauers Popularität erreicht in diesen Tagen ihren Höhepunkt. Welches Maß an Arbeit und welches Maß an... Nie waren ihm die Herzen seines Volkes näher. Bald rollen die ersten Züge. Der Weg führt durch die DDR. Dort wird die Heimkehr unterbrochen. Wir kamen aber nach Fürstenwalde und dort in ein Lager, um praktisch in der DDR entlassen zu werden, was wir natürlich zum größten Teil nicht wollten, einige sicher, aber die meisten nicht. Und da fing der Ärger an. Wir haben dann gestreikt, also Hungerstreik gemacht. Mit Erfolg. Ankunft im Westen. Die Lagerglocke von Friedland läutet zum Empfang. Die Heimkehr der letzten 10.000. Ein Moment der Emotionen. Nie waren Freud und Leid so nah beieinander. An dieser Straße der Wiedersehensfreude viele, die vergebens warteten. Man hatte Jahre in Gefangenschaft bestimmt nicht Gefühle gezeigt oder geweint oder sowas, aber da war es aus. Ne? Adenauer kann nicht dabei sein. Er liegt grippekrank im Bett. Doch die Heimkehrer vergessen ihn nicht. Also ich glaube, dieses Gefühl der Dankbarkeit wird nie verschwinden bei den Leuten. Ich kenne keine Ausnahme. Bis heute gilt nach Umfragen die Heimkehr der 10.000 als größte Leistung des alten Herrn. Nach alledem begann die Welt sich einzurichten. Eine Welt im Schatten der Atomraketen. Eine zweigeteilte Welt, die immerzu am Rand des nuklearen Abgrunds stand. Zwei atomare Supermächte hielten sich in Schach. Die Statik dieses Kalten Kriegs war durchaus stabil. Der Frieden aber, den es gab, war nicht nur bedingt durch menschliche Vernunft. Es war nur eine Art von Frieden durch die Angst vor der Atombombe. Und an der Nahtstelle der Blöcke waren wir. Das zweigeteilte Deutschland, potenzielle Schlachtfeld eines atomaren Holocaust, in dem wir uns vereint gefunden hätten, aber erst im Massengrab. Und während Onkel Sam in Westeuropa hoch willkommen ist als Schutzherr gegen die Bedrohung aus dem Osten, mauert die Sowjetunion ihr durch den Krieg gewonnenes Imperium ein und walzt den Ruf nach Freiheit in den Satellitenstaaten nieder. 53 in der DDR, 68 in der Tschechoslowakei und 56 schon in Ungarn. 3, 2, 1. Wir werden die Freiheit, die
1956, Wiederbewaffnung. Im Osten entsteht die Volksarmee, im Westen die Bundeswehr. Moin, Soldat! Krieg in Nahost. Mit einem Militärschlag am Suezkanal will Israel einem ägyptischen Angriff zuvorkommen. Aufstand in Ungarn. Die Bevölkerung erhebt sich gegen das stalinistische Regime. 12 Tage zwischen Angst und Hoffnung. ...23. Oktober, nachmittags. Mehrere tausend Studenten ziehen durch Budapest, demonstrieren für mehr Freiheit. Schon seit Wochen brodelt im Land ein Machtkampf zwischen Stalinisten und Reformern. Nun schaltet sich das Volk ein mit offener Rebellion. Wir wollten nichts anderes als ein freies und unabhängiges Ungarn. Wir wollten frei leben in unserer Heimat. Jahrelang regierte der Stalinist Matjas Rákosi mit Terror und Unterdrückung. Nun entlädt sich die Wut des Volkes. Die Demonstranten fordern Pressefreiheit, Streikrecht, freie Wahlen und das Ende der sowjetischen Vorherrschaft. Hilfesuchend nimmt die ungarische Führung Kontakt mit Moskau auf. Als die Krise begann, unternahm mein Vater alles, um Gewalt zu verhindern. Vor dem Parlament sind in den frühen Abendstunden über 200.000. Immer eindringlicher skandieren sie ihre Forderung nach einer neuen Regierung. Die Stimmung wird noch angeheizt, als die Demonstranten zum Gebäude des Staatsrundfunks marschieren. Alle Ungarn sollen ihre Botschaft hören. Die Staatssicherheit will die Masse stoppen. Die haben aus den Fenstern Rauchbomben geworfen und wollten damit die Massen auseinandertreiben und verhindern, dass sie reinkommen. Schüsse fallen. Die AWO, Ungarns Stasi, verteidigt das Haus. Die Demonstranten gehen zum Angriff über. Waffen haben sie sich von der Armee verschafft. Um die Lage zu beruhigen, geht die Staatsführung auf einige Forderungen ein. Der Reformpolitiker Imre Nagy soll als Ministerpräsident die Regierungsgeschäfte übernehmen. Doch das Blutvergießen hat begonnen. Trauer um die ersten Toten des Aufstands. Chruschtschow hat vom Kreml aus entschieden, dass unsere Armee in Budapest einmarschieren soll, um das Blutbad zu beenden. Doch die Ungarn lassen sich nicht einschüchtern und rufen auf zum Kampf gegen fremde Unterdrückung. Die russischen Panzer sind auf erbitterten Widerstand gestoßen. Als sie im Morgengrauen angerollt sind, haben sie sogar auf die verbündete ungarische Armee geschossen und auf das Polizeipräsidium. Kampf um die Metropole. Straße um Straße, Haus um Haus. Mit dem Mut der Verzweiflung wehren sich die Ungarn gegen die Übermacht der Sowjetpanzer. Molotow-Cocktails und Benzin aus Feuerwehrschläuchen. So setzen die Aufständischen viele der stählernen Ungetüme außer Gefecht. Ungarn schießen nicht auf Ungarn, lautet die Parole. Die ungarische Armee, die den Aufstand niederschlagen sollte, schließt sich der Revolte an. Die russischen Verbände werden aus der Stadt getrieben. Ist das die Stunde des Sieges? Viele der jungen Freiheitskämpfer hoffen es. Die Leute, die dort gekämpft haben, waren im Durchschnitt nicht mal 18 Jahre alt. Es waren Kinder. Ja, Kinder haben die Russen geschlagen. 27. Oktober. Die Revolution ist 4 Tage alt, als Ministerpräsident Imre Nagy einen Waffenstillstand durchsetzt. Frauen und Kinder wagen sich wieder auf die Straße.
Die Revolution hatte gesiegt. Wir begannen, die Trümmer wegzuräumen, die Ordnung wiederherzustellen und Ruhe kehrte wieder ein. Die Sowjets ziehen ab. Ein neues Zeitalter scheint anzubrechen. Ungarn jubelt. Über Nacht erscheinen überall im Lande freie Zeitungen. Spenden für die Opfer. Solidarität wie nie zuvor. Politische Gefangene werden befreit. Niemand glaubt, der Sieg sei umkehrbar. Doch im Rausch der Revolte kommt es zu Lynchjustiz. Rache an den Unterdrückern, ob schuldig oder unschuldig. Für die alte Schutzmacht des vom Volk beseitigten Regimes ein willkommener Anlass. Als wieder Schüsse fielen, randalierende Gruppen durch die Straßen zogen. Nachdem auch Kriminelle aus den Gefängnissen entlassen wurden und die Straßen nicht mehr sicher waren, da stand für uns fest, jetzt hilft nur noch militärische Gewalt. Als Ungarn auch noch die Mitgliedschaft im Warschauer Pakt aufkündigen will, befiehlt Moskau loszuschlagen. Damals versicherten die Amerikaner Khrushchev, dass sie sich nicht einmischen werden und keinesfalls gewaltsam reagieren. So wussten wir also, dass es zu keinem Konflikt mit den Amerikanern kommen würde. Am Morgen des 4. November greifen sowjetische Panzer die ungarische Hauptstadt an und schießen sich den Weg in ihr Zentrum frei. Radio Ungarn unterbricht sein Programm. Ministerpräsident Imre Nagy appelliert an die Welt. In mehreren Sprachen wird die Botschaft ausgestrahlt. Heute Frühmorgen haben die sowjetischen Truppen den ungarischen Hauptstadt angegriffen. Wir Russen konnten die Sache nicht anders lösen. Gewalt war das einzige Mittel, mit dem unsere Führung Erfahrung hatte. Die Ungarn leisten erbitterten Widerstand, hoffen auf Hilfe von außen. Die kommt nicht, weil der Westen keinen Weltkrieg riskiert für die Freiheit eines Volkes im Sowjetmachtbereich. Einer meiner Soldaten lag auf meinen Knien, als er starb. Er sagte, gib nicht auf. Es muss einfach Hilfe kommen. Die können uns doch nicht allein lassen. Der Hilferuf gen Westen bleibt ohne Antwort. Die Ungarn waren Opfer des Kalten Krieges, weil nämlich beide Seiten, Amerikaner und Sowjets, wussten, dass es sehr gefährlich ist, das Gleichgewicht zu verändern. Am 16. November 1956 kapitulieren die letzten Aufständischen. Die Freiheit hat verloren. 3000 Ungarn bezahlten den Kampf mit ihrem Leben. Sie haben uns zertreten. Wie eine lästige kleine Fliege haben sie uns einfach zertreten. Eine Massenflucht nach Westen über die österreichische Grenze. Hunderttausende verlassen ihre Heimat. Tausende, die bleiben, werden zu Opfern der Sehnsucht nach Freiheit. Three, two, one. ...1958, Trauer um Pius XII. Zu seinem Nachfolger wird Angelo Roncalli gewählt. Ein Hoffnungsträger, Johannes der 23. Alles dreht sich um den Reifen. Das amerikanische Hula-Hoop-Fieber steckt auch Europa an. G.I. Elvis erobert Deutschland. In Bremerhaven bereiten die Fans dem amerikanischen Rock'n'Roll-Star einen enthusiastischen Empfang. Thank you.
Tupelo, Mississippi. Geburtsort einer Legende. Hier begegnet ein junger Mann der Musik und der Liebe. Wenn man ihn zum ersten Mal sah mit einer Gitarre und ihn spielen hörte, dann wusste man sofort, dass er dazu bestimmt ist. Zu großem bestimmt. Dixies Schwarm ist damals nur beim Abschlussball der Highschool Star. Die Sun Studios in Memphis. Hierher kommt der junge Elvis, um seiner Mutter ein Geburtstagsständchen aufzunehmen. $4 kostet ihn die erste Platte. Amerika der 50er Jahre. Vielerorts nach Schwarz und Weiß getrennt, wie die Musik. Rassenmusik nennen die Weißen den Rhythm and Blues. Nur wenige Weiße haben ein Herz für schwarze Musik, wie Sam Phillips, Chef der Sun Studios. Ich wollte unbedingt einen Weißen finden, der das Lebensgefühl von schwarzen Amerikanern und ihrer Musik ausdrücken konnte. Und ich fand ihn, Elvis. Phillips erinnert sich an den Jungen mit dem Ständchen für die Mutter, lädt ihn zu Probeaufnahmen ein, doch die Session gerät aus dem Takt. Außer endlosen Balladen und ein paar Country-Songs hat Elvis nichts zu bieten. Phillips ist enttäuscht. Wir wollten abbrechen und nach Hause gehen. Elvis klimperte noch etwas auf seiner Gitarre und fing plötzlich an zu singen. That's all right, Mama. Und ich drehte mich um und sagte, was zum Teufel tust du da? Warum rückst du jetzt erst damit raus? Der Junge mit der Schlaggitarre erscheint unter Strom zu stehen. Und Sam Phillips ist elektrisiert. Jetzt kriegt er die Musik, von der er vorher nur geträumt hat. Eine Radiostation in Memphis spielt noch in der gleichen Woche Elvis' erste richtige Platte. Es war phänomenal. Die Telefone in der Radiostation liefen heiß. Die Hörer verlangten immer wieder nach dem Lied. Es ging ab wie aus einer Kanone geschossen. Ein Shootingstar. Es ist nicht nur die Musik, es ist auch Körperkult. Wo gab es je so einen Hüftschwung? Für die einen obszön, für die anderen unwiderstehlich. Ich beugte mich rüber zu Scotty Moore und sagte, du, ich glaube, der Junge ist heiß. Das spüren vor allem weibliche Fans. In Windeseile wird der junge Mann aus Memphis, Tennessee zum Sexidol und zum Symbol von neuer Freiheit. Die jungen Leute hatten keine Musik, die wirklich ihre war. Als sie zum ersten Mal Elvis hörten, war es, als hätten sie ihren musikalischen Messias gefunden. Für Eltern scheint er eine Ausgeburt der Hölle. So haben sie ihre Kinder noch nie gesehen. Behörden schreiten ein. Die Polizei filmt mit. Sie haben den ganzen Auftritt gedreht. Sie wollten Beweise sammeln, falls er sich, wie sie sagten, unanständig auf der Bühne verhielt. Das machte Elvis erst richtig an. Er kam raus und tat so, als hätte er Handschellen an. Er wackelte nur mit seinem kleinen Finger und die Mädchen drehten durch. Rock'n'Roll heißt die Musik und sie hat Gegner. Das brave Amerika. Mit seiner Negermusik mache Elvis die Jugend verrückt, doch der ist nicht mehr aufzuhalten. Elvis' erster Fernsehauftritt spaltet die Nation. In Elvis' nächster Show hatten die Kameraleute dann strikte Anweisungen, ihn nur von der Hüfte aufwärts zu filmen. Uncle Sam will den Rebellen bändigen. Elvis muss in die Armee. Den Wehrdienst macht er mit, um Gegnern keine Munition zu liefern. Aber kann man Rocker bändigen? 1. Oktober 1958, Schicksalstag für Deutschland. Elvis kommt. Die Fieberkurve steigt. Natürlich verkörperte Elvis auch für die Deutschen, speziell Jugendlichen natürlich,
etwas völlig Neues. Zum ersten Mal gab es Musik für junge Leute. Zum ersten Mal gab es Musik für junge Leute, nicht nur, weil es Musik war, sondern auch, weil die Alten damit nicht einverstanden waren. Es war eine Art Rebellion. Nie nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein einfacher Gefreiter so viel Fans gefunden. Der King des Rock'n'Roll in Grundausbildung. In Hessen ist es etwas kälter als in Tennessee. Da kommt man leicht auf dumme Gedanken. Er war beim Manöver und um wach zu bleiben, gaben ihm die Jungs ein paar Pillen Benzadrin. Sie sagten, das gibt dir mehr Energie. Die Dienstzeit ist zu Ende. Am Flughafen verabschiedet ihn die 14-jährige Priscilla Beaulieu, Tochter eines amerikanischen Luftwaffenoffiziers. Sie war so jung, sie war ja noch ein Kind. Sie war so wie ich damals. Ich war froh für ihn, dass er jemanden gefunden hatte, der ihn liebte und für ihn da sein würde. Elvis heiratet Priscilla, wird Familienvater, zehrt vom alten Image. Er verdient viel Geld mit plumpen Filmchen. Seichte Songs begleiten seinen Niedergang. Es war tragisch. Er passte nicht auf sich auf. Er achtete nicht darauf, wie er sich ernährte. Er wurde medikamentenabhängig. Las Vegas in den 70ern. Priscilla hat den kranken Star verlassen. In glitzernden Kostümen sucht er auf der Bühne Selbstbestätigung. Sommer 77, das letzte Konzert. Das Idol ist nur noch ein Zerrbild seiner selbst. Elvis began to depend on drugs too much. Elvis wurde mehr und mehr drogenabhängig. Sein Absturz war nicht mehr aufzuhalten. 16. August 77. Elvis ist tot. Herzversagen nach jahrelangem Drogenmissbrauch. Doch die Fangemeinde will das Ende ihres King nicht wahrhaben. Es konnte einfach nicht sein. Es war so schwer zu glauben, dass er wirklich tot war. Es war ein trauriger, dunkler Tag für uns alle. Elvis Presley ist nur 42 Jahre alt geworden. Er hat das Tor zur neuen Welt eingetreten. Wir sind durchgegangen. Ein Jahrhundertsänger, der an seinem Ruhm zugrunde ging. Heinrich Lübke wird Bundespräsident. Doch den Ton im Staat gibt Kanzler Adenauer an. Krieg in der heiligen Stadt. In Tibet bricht ein Aufstand gegen die chinesischen Besatzer los. Die Revolte wird niedergeschlagen. Der Dalai Lama flieht nach Indien. Ein Revolutionär am Ziel. Fidel Castro zieht mit seinen Rebellen in Havanna ein und erobert die Macht in Kuba. Zwei Wochen nach der Revolution, das deutsche Passagierschiff Bremen auf Karibikfahrt. Wie immer hält der Luxusliner im Hafen von Havanna. Von seinem provisorischen Regierungssitz im Hilton Hotel sieht Castro das Schiff einlaufen. Der deutsch-amerikanische Kapitän hat eine Tochter. Die 19-jährige Marita Lorenz lernt an Bord den Mann der Stunde kennen. Er zog mich zwischen zwei Rettungsboote und tat so, als wolle er über Bord schauen. Oh, es ist so hoch von hier aus. Und das war der Moment, als er mich an sich zog und küsste. Ich wusste gar nicht, was geschah.
Die junge Frau verliert ihr Herz an einen erfolgreichen Revolutionär. Mir war egal, ob er eine Uniform trug, mir war die Zigarre egal, es waren seine Augen, es war seine gesamte Persönlichkeit. Ich wusste überhaupt nichts von Politik oder wer er war. Er sagte immer, ich bin Kuba. Der Mann, der Kuba sein will, hätte Baseballstar in den USA werden können. Die New York Giants warben um ihn, doch Castro lehnt ab. Hasst er Amerika? Die Macht. Es ging ihm immer nur um die Macht. Sein Anti-Amerikanismus war nur ein Vorwand. Doch er war nicht sein wirkliches Motiv. Es sollte ihn nur sympathischer machen. Diesen sympathischen Zeitgenossen will Castro ablösen. Fulgencio Batista, Diktator von Amerikas Gnaden. Mit brutaler Gewalt setzt Batista seine Macht und amerikanische Interessen durch. Trotz Folter und Mord, der große Nachbar drückt beide Augen zu. Wir sahen ihn als unseren Mann. Und er wusste, dass er nur mit unserer Unterstützung an der Macht bleiben konnte. Die Zuckerinsel ist fest in amerikanischer Hand. Die USA bestimmen die Wirtschaft und den Lebenstakt der Insel. Auch das Nationalgetränk, der Cocktail mit dem stolzen Namen Cuba Libre, ein Gebräu ganz nach amerikanischem Geschmack. Wir hassten die Abhängigkeit von den USA. Wir hassten die Unterdrückung. Castros sogenannter Freiheitskampf beginnt mit einem Debakel. Am 1. Dezember 1956 landet er mit 81 Kampfgefährten an der kubanischen Küste. Das Gefecht mit den Truppen Batistas überleben nur 12 Rebellen. Mit ihnen flüchtet Castro in die Berge. Und in diesem Moment sagte Fidel, mit 12 Mann und 7 Gewehren, jetzt lasst uns den Krieg gewinnen. Castros kleine Truppe verschanzt sich in der Sierra. Waghalsige Guerilla-Anschläge machen die Männer legendär. Arme Bauern aus den Bergen verstärken die Rebellen. Sie verehrten Fidel und priesen die Freiheit, die ihnen Batista vorenthielt. In diesen Jahren verkörpert Castro die Hoffnung auf Freiheit. Für Washington ist all das noch kein Thema. Kuba spielte in der Strategie des Kalten Krieges keine Rolle. Wir sahen die Insel eher als Randproblem. Es war ziemlich schwierig, die Aufmerksamkeit der Regierung für die Probleme Kubas zu gewinnen. Ein fataler Fehler. Castros Bruder Raul und Mitstreiter Che Guevara sind eingefleischte Kommunisten. Castro selbst ist Opportunist, aus guten Gründen. Wenn wir Beweise gehabt hätten, dass er ein Kommunist war, hätten wir das Batista-Regime unterstützt und ihm auf jede erdenkliche Weise geholfen, die Revolution zu zerschlagen. Stattdessen breitet die Revolution sich aus. Ende 58 fällt die Stadt Santa Clara in die Hände der Rebellen. Als wir im Radio vom Sieg in Santa Clara hörten, wussten wir, dass die letzte Stunde der Tyrannei geschlagen hatte. Silvester 58. In einer Nacht- und Nebelaktion flieht Batista aus Kuba. Amerika kann ihm jetzt nicht mehr helfen. Straßenkreuzer der ehemaligen Herren und erbeutete Panzer. Der Triumphzug des siegreichen Feldherrn. Fidel Castro und seine Schar ziehen in Havanna ein. Niemand hätte das für möglich gehalten, als er 2 Jahre zuvor mit der Revolution begann. Für das kubanische Volk war es, als hätten sich die Tore eines Gefängnisses geöffnet und als hätte die Freiheit Einzug gehalten. Aber Castros Kuba ist nicht weniger brutal als das Regime, das er bezwungen hat. Die Revolution verlangt ihren Blutzoll. In makabren Schauprozessen klagen Kinder die Häscher Batistas an. Schon in den ersten Tagen rechnen die neuen Machthaber mit berüchtigten Vertretern des alten Regimes erbarmungslos ab.
Castro spielte nur ein Spiel, bis er seine Macht gefestigt hatte. Dann konnte er tun, was er schon immer wollte. Er bekennt sich als Kommunist und sucht Hilfe bei der einzigen Macht, die sie ihm gewährt. Nikita Khrushchevs Sowjetunion. Castro wird auf einmal für Amerika gefährlich. Die CIA sucht Attentäter. Marita Lorenz wurde von Castro verlassen. Ich wurde von der CIA angeheuert. Sie hofften, mich so böse und wütend auf Fidel zu machen, dass ich schließlich zurückgehen und ihn töten würde. Doch als sie ihrem Ex-Geliebten gegenübersteht, nimmt die Geschichte einen anderen Lauf. Er zog seinen 45er Colt und ich dachte, er legt mich sofort um. Stattdessen drehte er die Waffe um und gab mir den Griff in die Hand. Dann sagte er, du kannst mich nicht töten. Niemand kann mich töten. Es ist nicht der erste Anschlag und nicht der letzte. Ich konnte es einfach nicht tun. Ich konnte ihn nicht umbringen. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte. Es war einfach nicht mein Krieg. Doch Washington will nicht so einfach aufgeben. Castro muss eine von den USA finanzierte Invasion durch Exilkubaner abwehren. Das Unternehmen scheitert in der Schweinebucht. Es ist die erste Schlacht in Amerikas Zermürbungskrieg gegen Kuba, der noch immer andauert. Über 40 Jahre lang ist Castro nun schon an der Macht. Gestützt auf die Armee. Noch immer siegt die Revolution, auch wenn dem verarmten Volk die tönenden Parolen hohl vorkommen. Die Versprechungen der Revolution sind nicht eingehalten worden. Und wie man sieht, ist diese Revolution noch immer im Gange. Sie ist die längste Revolution der Menschheitsgeschichte. Doch die Freiheit lässt noch immer auf sich warten. Einer Diktatur von rechts ist eine Diktatur von links gefolgt. Die Zukunft Kubas, sie beginnt nach Castro. 3, 2, 1. »1960. John F. Kennedy gewinnt die Wahl. Der jüngste Präsident der US-Geschichte wird zum Hoffnungsträger einer ganzen Generation. Gold in Rom. Der deutsche Sprinter Armin Hari wird Olympiasieger über 100 Meter. Im gleichen Jahr bricht er den Weltrekord. Entführung aus Buenos Aires. An seinem Zufluchtsort wird Adolf Eichmann vom israelischen Geheimdienst aufgespürt.« In Jerusalem wird der Organisator des Holocaust vor Gericht gestellt. Buenos Aires, 11. Mai. Ein Mann, seit 15 Jahren auf der Flucht. Dann geht alles sehr schnell. Momentito, señor. Plötzlich sagt er ganz ruhig, so als wenn er mit sich selber spricht, ich habe mich schon in mein Schicksal ergeben. Das war natürlich für mich was ganz Besonderes, denn erstens wusste ich, der ist Deutscher, der weiß, um was es geht. Das kann nur Eichmann sein. Ein Jahr nach der Entführung durch Israels Geheimdienst. Der Prozess in Jerusalem. Vor einem jüdischen Gericht, der Mann, der Millionen Juden in den Tod schickte. Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Tonaufnahmen zeigen den anderen Eichmann. Gespräch mit einem früheren SS-Mann. Hilfen wir von den 10,3 Millionen Juden. 10,3 Millionen Juden getötet. Und dann werden befriedigt und für die Wahlen
Wien 38, der erste Tatort. Experte Eichmann organisiert die Vertreibung der Juden. Solche Männer schätzt ihr es. Treu, ergeben, effektiv. Eichmann steigt auf zum Judenreferenten fürs ganze Reich. Januar 42. Der Massenmord ist längst im Gange. In der Villa am Großen Wannsee werden die Details besprochen von den Spitzen der Staatsbürokratie. Eichmann führt das Protokoll, aber nicht nur. Penibel berechnet der Bürokrat, wie viele Juden in Europa ermordet werden sollen. Elf Millionen. Sie sollen nach Osten geschafft werden mit Eichmanns Zügen. Er koordiniert alle Deportationen. Reichsbahn und Eichmann arbeiten eng zusammen. Massenmord nach Fahrplan. Sommer 44. Der Krieg ist längst entschieden. Die Rote Armee auf dem Vormarsch. Doch Eichmanns Todeszüge rollen weiter. Er kämpft um jeden Waggon, will seinen Krieg noch gewinnen. Auch gegen Ungarns Juden. 450.000 werden deportiert. Eichmanns Schuld. Sie verfolgt ihn schon jetzt. Wenn jemand ihn fotografiert hat, wurde er tobsüchtig. Er hat Fotoapparate versucht, den Film rauszuholen. Und wenn nicht, hat er bezahlt dann später für einen Fotoapparat, den er vernichtet hat. Er wusste, dass er gesucht werden wird. Das erste Foto auf der Flucht. Argentinien 1950, neue Heimat. Adolf Eichmann heißt jetzt Ricardo Clement. Hier lebt er jahrelang unbehelligt. Als Fabrikarbeiter, Wäschereibesitzer, Kaninchenzüchter. Sein letzter Wohnort, San Fernando bei Buenos Aires. Ein Anwohner erkennt ihn durch Zufall. Israel schickt einen Agenten. Der beobachtet Eichmann. Ist das der gesuchte Massenmörder? Diese Fotos liefern den Beweis. Von Anfang an war es nicht unsere Absicht, Eichmann zu töten, sondern nur ihn festzunehmen und ihn in Israel vor ein Gericht zu stellen. Garibaldi-Straße, 11. Mai 1960. Operation Eichmann. Israels Agenten wissen, das Zielobjekt kommt jeden Abend mit demselben Bus. Sie wollen ihn fassen, vor seinem Haus. Die letzten Minuten vor dem Zugriff. Zwanzig vor acht war ich an der Nebenstraße, wo er jeden Abend lang ging, um in sein Haus zu kommen, und habe den Wagen an die Seite gestellt. Und der Bus kam, wie jeden Abend, hat aber nicht angehalten. Das erste Mal. Wir haben mit 7 Tagen jeden Abend, kam er zur Zeit, und dieses Mal war er nicht dabei. 15 Minuten später, wieder ein Bus. Wie wird Eichmann reagieren? Ist er bewaffnet? Wie er am Auto vorbeiging, hat ihn Zwicker gestoppt. Wir wollten, dass er irgendwie anredet, bevor er ihn greift. Momentito, Signor. Zwicker ist ihm nach und sie haben sich beide im Graben rumgewälzt, 3-4 Meter entfernt vom Auto. Und Eichmann hat geschrien. No! No! Er schrie, ungefähr so. Something like that. Und dann habe ich den Raffi angebrüllt. Ja? Der Raffi saß immer noch so im Auto, hinten. Sag, geh doch, helf den. Den brauchst du doch nicht mehr zu verstecken jetzt. Dann ist er raus und zu dritt haben sie ihn aus dem Graben gezerrt und ins Auto rein. Entführung. Haft. Prozess.
Ich hatte das Unglück, in diese Gräuel verwickelt zu werden. Aber diese Untaten geschahen nicht mit meinem Willen. Mein Wille war nicht, Menschen umzubringen. Früher klang das anders. Hätte ich den Posten eines Kommandanten eines Konzentrationslagers ausfüllen müssen, ich hätte auch nicht anders gehandelt. Und hätte ich den Befehl bekommen, Juden zu vergasen oder Juden zu erschießen, dann hätte ich die Befehle durchgeführt. Eichmann wird zum Tode verurteilt. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das jüdische Volk. Die letzten Stunden im Ramlech-Gefängnis bei Tel Aviv. Kurz bevor er gehen musste, sah er mich an und er sagte einige Worte in Deutsch. Und der Stellvertreter des Gefängniskommandanten übersetzte. Ich hoffe, dass ihr mir bald alle folgen werdet. Zum Galgen ging er sehr, sehr gelassen. Very, very cool. ...1961, der erste Mensch im Weltraum. Der Russe Juri Gagarin umrundet die Erde in 108 Minuten. Prestigeerfolg der Sowjets beim Wettlauf ins All. Invasion in der Schweinebucht. Mit Hilfe der CIA wollen Exilkubaner Fidel Castro stürzen. Nach 3 Tagen ist der Angriff gescheitert. Mauerbau in Berlin. Verzweifelte Flucht. Zerrissene Familien. Die Teilung wird 40 Jahre dauern. Berlin, 12. August. Ein ruhiger Sommertag. Touristen vor dem Brandenburger Tor. Schnappschüsse mit Sowjetsoldaten. Ein paar Schritte weiter, Kontrollen an der Sektorengrenze. Berlin ist aufgeteilt, noch nicht gespalten. Zur gleichen Zeit ist Erich Honecker, Kaderchef der DDR, unterwegs zum Landsitz von SED-Chef Ulbricht. Der erteilt dem Gefolgsmann letzte Instruktionen für ein streng geheimes Kommando. Kaum jemand ahnt, dass die unbeschwerte Sommerfrische bald getrübt sein wird. Alarmbereitschaft für die Grenztruppen der DDR. Die wissen selbst nicht, was sie erwartet. Eine laue Sommernacht in trügerischer Ruhe. Sie endet jäh. Gegen 2 Uhr früh rücken die Grenztruppen aus. Die Übergänge rund um West-Berlin verriegeln, lautet ihr Befehl. Ein böses Erwachen. Früh morgens um 7, werde ich nie vergessen. Ich stelle Radio an, schöne Musik und plötzlich West-Berlin ist abgeriegelt. Kampftruppen sind überall, Brandenburger Tür überall. Ich fing sofort an zu heulen. Ich denke, da können nach deinen Eltern nicht mehr kommen. Wa? Man glaubte es gar nicht, dass es möglich wäre, eine Stadt zu trennen. Und auf einmal kamen die großen Stacheldrahtrollen. Und dann sah man die Realität, es ist wirklich so, was man oft vorher schon gemunkelt hatte. Quer durch die Stadt, über Straßen, Plätze und Kanäle, ziehen die Grenztruppen den eisernen Vorhang. Er zerreißt Familien, entzweit Freunde, trennt Lebenswege. Hunderte verzweifelte Ostberliner suchen nach letzten Schlupflöchern in die Freiheit. Wenn Sie
mit der Familie über den Stacheldraht? Ja, direkt über den Stacheldraht. Also es war fürchterlich aufregend. Ja. Alles stehen und liegen gelassen. Also wir haben nicht ein Pfennig Geld. Nichts an, nur das, was wir anhaben. Bernauer Straße gegen Mittag. Ein Wachsoldat trifft die Entscheidung seines Lebens. Und da ist dann der Entschluss direkt gereift. Also ich verlasse den Staat. Mach das nicht mit. Sein Bild wird zum Symbol. Selbst, der ist an mir wie ein Traum irgendwie vorbei. Ich bin losgerannt, gesprungen ins Auto rein. Es ist alles so schnell gegangen. Bei 2, 3 oder 4 Sekunden war das vorbei. Wenn ich daran denke, die Bilder, wo denn alte Menschen, sprich Oma oder sowas, aus dem dritten Stock aus dem Fenster gesprungen sind, nur weil sie praktisch ihre Freiheit wollten. Also ich fand die Bilder, die waren ganz, ganz schlimm für mich. Ohnmächtige Wut der Bürger. Auf der anderen Seite auch Genugtuung. Es war allerdings auch ein gewisses Gefühl der Erleichterung, dass jetzt klarere Fronten geschaffen sind. Hier geht das jetzt so mit dieser Unsicherheit und mit diesem Ausbluten nicht weiter. Das empfanden wir, das sahen wir ja auch nicht. Viele Ärzte waren weg und also in bestimmten Bereichen, auch in den Betrieben, wichtige Fachleute waren weg. In bestimmten Bereichen wirkte sich ja das nun schon sehr schlimm aus, dass die Leute fehlten, dass sie nach dem Westen gegangen waren. In diesem Sommer war der Flüchtlingsstrom durchs Schlupfloch Berlin dramatisch angeschwollen. Aderlass für das Regime der SED. Der große Bruder soll Abhilfe schaffen. Ulbricht drängt Khrushchev zum Handeln. Der setzt Präsident Kennedy beim Treffen in Wien unter Druck, droht, ganz Berlin der DDR zu überlassen. Kennedy pocht auf die Freiheit West-Berlins. An der Grenze zu Ost-Berlin lässt er Khrushchev spüren, endet sein Interesse. Hier haben beide Seiten vereinbart, es kann jeder in seiner Hemisphäre tun, was er will. Die andere Seite redet ihm nicht rein. Und das war für uns eigentlich das Signal, jetzt passiert etwas in Berlin. Nach außen geht in der Frontstadt des Kalten Kriegs alles den gewohnten Gang. Zu Tausenden pendeln die Berliner Tag für Tag zwischen Ost und West. Während Ulbrichts Experten die Teilung schon vorbereiten, mimt der Parteichef vor Journalisten noch im Juni 61 den Ahnungslosen. Und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Lüge, wie sich 2 Monate später offenbart. Die Mauer durchtrennt den Lebensnerv der Stadt. Selbst durch Häuser zieht sich der steinerne Wall. Das Gefühl war zunächst mal ein Gefühl ohnmächtiger Wut. Man konnte es nicht ändern. Und dann war das nächste Gefühl eine Empörung über die drei Mächte, die nichts taten und nicht mal Jeeps rausschickten, damit die Berliner sahen, sie sind nicht allein. Berlins Bürgermeister Willy Brandt fühlt sich im Stich gelassen. Die westlichen Schutzmächte sehen dem Bau der Mauer lange Zeit tatenlos zu. Endlich das erlösende Signal. US-Vizepräsident Johnson zu Besuch in Berlin mit bewährtem Beistand. General Lucius Craft. Der Held der Luftbrücke ist noch immer Idol. Clay ordnet an, eine Division aus Westdeutschland nach Berlin zu verlegen. Die Fahrt über die Transitstrecke wird von den Sowjets geduldet. Damit ist klar, die Freiheit West-Berlins bleibt vom Mauerbau unberührt. Doch dann beschwört das Kräftemessen doch noch Kriegsgefahr herauf. Als Ost-Berlin dem Chef der US-Mission die Einreise verwehrt, fahren zur Drohung amerikanische Panzer auf. Aber sie halten sich strikt an den Grundsatz, bis zur Grenze und nicht weiter. Das war nun mal auch im Interesse des Westens, dass aus dieser explosiven Situation in Berlin nicht noch etwas Schlimmeres sich ergeben würde. Damit ist die Zweiteilung betoniert. Der psychologische Einbruch
kamen, als Peter Fechter starb. Der hatte ja versucht, über die Mauer zu gehen, war angeschossen worden, zurückgefallen auf die Ostseite und starb dort 50 Minuten lang schreiend. 28 Jahre wird die Mauer stehen und noch viele Menschenleben fordern. ...1962, Zweites Vatikanisches Konzil. Johannes der 23. will die katholische Kirche weltoffener machen. Die Spiegel-Affäre. Eine Polizeiaktion gegen das Nachrichtenmagazin treibt Demonstranten auf die Straße. Sie sehen nicht nur die Pressefreiheit in Gefahr. Die Kuba-Krise. Entdeckung von Sowjetraketen auf der Zuckerinsel. Die Welt am Rande des Atomkriegs. Ein US-Spionageflugzeug vom Typ U-2 wird startklar gemacht. Einsatzgebiet ist Kuba. Der Präsident wollte handfeste Informationen von uns. Er musste ja wichtige Entscheidungen treffen. Unser General nahm mich beiseite und sagte, es gibt ein Problem da unten. Findet raus, was da los ist. Der Weg zur Wahrheit ist kurz. Nur 100 Meilen trennen Florida von Kuba, dem Nachbarn und Gegner im Kalten Krieg. In 22 Kilometern Höhe die Beweisaufnahme. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Sowjetische Atomraketen auf der Zuckerinsel. 21 Abschussbasen sind im Bau. Die Air Force schlägt Alarm. Kennedy war geschockt. Für ihn war klar, die Raketen mussten weg. Wenn möglich friedlich, aber auf jeden Fall mussten sie weg. Droht der Kalte Krieg in einen heißen umzuschlagen? Im Weißen Haus tagt rund um die Uhr der Krisenstab des Präsidenten. Was tun? Die Militärs wollen sofort handeln, die Raketen ausschalten, bevor sie einsatzbereit sind. Der sowjetische Außenminister in Washington. Wird Gromyko verhandeln? Er gibt sich ahnungslos. Mr. Nostek, we speak to you very briefly. Oh, you want from me the church statement? Could you, sir? Gromyko met with the president. Gromyko traf Kennedy und sagte, es gebe gar keine Raketen. Obwohl wir die Fotos hatten. Eine klare Täuschung. Wir dachten, wenn wir jetzt nicht hart bleiben, wird Khrushchev immer wieder sowas machen. Wir konnten das auf keinen Fall hinnehmen. Pokerspiel der Supermächte. Kremlführer Khrushchev weiß, dass Castros Kuba Stachel ist im Fleisch der USA. Mit Chancen und mit Risiken. Mein Vater wollte als Führer der Weltmacht Sowjetunion Anerkennung finden. Auf der gleichen Stufe stehen wie die Amerikaner. Dafür musste er ein paar Grundregeln beachten. Zum Beispiel, sich für seine Verbündeten stark machen. Als Castro sich zum Kommunismus bekannte, mussten die Sowjets ihn selbstverständlich beschützen. Schutz, der zur Bedrohung wird, will Washington nicht dulden. Mobilmachung der Streitkräfte. Ob es zum Kampf kommt, will das Volk vom Präsidenten wissen. Der droht in einer Rede zur Nation mit dem Atomkrieg.
Wir werden jede Rakete, die von Kuba auf irgendein westliches Land gefeuert wird, als Angriff betrachten. Als Angriff der Sowjetunion auf die USA. Und er wird mit einem massiven Vergeltungsschlag beantwortet. Hamsterkäufe im gesamten Westen. Angst vor einem dritten Weltkrieg. Amerikanische Atomraketen werden scharf gemacht. Kuba wappnet sich gegen eine Invasion. Kennedy wollte auf keinen Fall sofort losschlagen. Ihm ging es um eine friedliche Lösung des Konflikts. Deshalb ordnete er zunächst eine Blockade an. Khrushchev hatte nun die Wahl, ob es zur Eskalation kommt oder nicht. Wird Moskau die Seeblockade brechen? US-Verbände riegeln Kuba ab. Eine ganze Flotte gegen 25 Sowjetfrachter mit Raketen an Bord. Mein Vater wusste nicht, wie er reagieren sollte. Ließ er die Schiffe stoppen, bedeutete das für ihn einen Gesichtsverlust. Sie nicht zu stoppen, aber hieß mehr Spannung und vielleicht sogar am Ende Krieg. In Washington verfolgte der Präsident per Telefon mit, wie die Sowjetfrachter auf die Blockadelinie zuhalten. Die Spannung stieg. Dann kam die Nachricht, die Schiffe drehen bei. Außenminister Rusk sagte, wir standen Auge in Auge. Und die anderen haben geblinzelt. Doch auf Kuba stehen immer noch Raketen. Als eine U-2 bei Fotoaufnahmen von den Sowjets abgeschossen wird, droht die Krise erneut zu eskalieren. Sie hatten die U-2 auf dem Schirm und kaum Zeit zu reagieren. Sie konnten nicht in Moskau anrufen und um Erlaubnis fragen. Sie entschieden, wie Offiziere entscheiden. Ein feindliches Flugzeug, also abschießen. Kennedy will handeln, der Gefahr ein Ende machen. Ein Angriff auf Kuba scheint die einzige Lösung. Ich ging an diesem wunderschönen Samstagabend in mein Büro zurück und dachte, den nächsten Samstag erlebst du nicht mehr. Noch sind es nur Drohgebärden, Raketentests und Luftflottenmanöver. Ich fuhr nach Hause zu meiner Familie, meiner Frau und den Kindern. Und am nächsten Morgen wollten wir im Weißen Haus die Bombardements und den Angriff auf Kuba besprechen. Als der Krieg unabwendbar scheint, kommt es zum Arrangement. Moskau lenkt ein. Khrushchev schreibt an Kennedy, erinnert an die Schrecken des vergangenen Krieges. Appell an die gemeinsame Verantwortung. Ich habe zu Vater gesagt, bleib hart. Du musst Amerika Paroli bieten und darfst die Raketen nicht abziehen. Du darfst nicht nachgeben. Er sagte, du bist zu jung. Irgendwann wirst du verstehen, dass Raketen nicht alles im Leben sind. Radio Moskau meldet die erlösende Nachricht. Die Raketen werden abgezogen. Die Welt darf aufatmen. Haben Sie eine Ahnung, was hätte passieren können? Natürlich wären unsere Flugzeuge mit Atombomben bestückt worden. Wir hätten Kuba angegriffen. Und dann hätten die Sowjets geantwortet. Wir hätten Atomraketen auf sie gefeuert und die auf uns. Es hätte Krieg zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt gegeben, auch in Europa. Noch einmal ist die Welt davongekommen. 3, 2, 1. Wir werden die Freiheit. Ich bin ein Militär.
1963. Balsam für Berlin. Der amerikanische Präsident Kennedy stärkt den Menschen der geteilten Stadt den Rücken. Sexskandal in London. Hallo. Verteidigungsminister Profumo muss seinen Sessel räumen wegen einer Affäre mit dem Callgirl Christine Keeler. Trauer in Washington. John F. Kennedy ist tot, ermordet. Ein schwerer Verlust, nicht nur für seine Familie. November 1963, 12.30 Uhr, Daily Plaza, Dallas, Texas. John F. Kennedy, der junge Präsident der USA, wird Opfer eines Mordanschlags. Plötzlich herrschten Stille und Trauer. Die Menschen konnten es einfach nicht fassen, weder in Dallas noch in ganz Amerika. Not only in Dallas, but in the United States. Dallas Airport wenige Stunden zuvor. Das Präsidentenpaar wird in der texanischen Metropole freundlich empfangen. Doch der Schein trügt. Kennedy hatte sich in weiten Teilen des Südens unbeliebt gemacht. Vor allem, weil er sich für die Bürgerrechte stark gemacht hatte. Also für die Gleichberechtigung der schwarzen Amerikaner. Weiße Texaner in Dallas kritisieren das. Es kursiert ein Steckbrief, der dem Präsidenten Hochverrat vorwirft. Der Geist der alten Südstaaten. Wir bekamen einen Brief, in dem stand, Kennedy sollte lieber nicht nach Dallas fahren. Dort würden seltsame Dinge vor sich gehen und es könne ihn sein Leben kosten. Ich zeigte diesen Brief dem Sicherheitsrat. Die sagten, wir wissen, dass es einige Probleme in Dallas gibt. Wir werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärken, wir haben das im Griff. Drohungen, die nicht ernst genommen werden. Es gibt keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen, um das Leben des Präsidenten zu schützen. Er wollte ohne Verdeck fahren. Während der Fahrt klärte der Himmel auf und die Sonne kam heraus. So, als würden die Götter ihm zulächeln. Aber beschützt haben die Götter Kennedy nicht. Woher kamen die Schüsse? Augenzeugen laufen zu einem Grashügel, weil sie dort den Schützen vermuten. Manche wollen ihn gesehen haben. Aber war es nur einer oder mehrere? Die Schüsse kamen aus verschiedenen Richtungen. Sie wurden nicht alle vom sechsten Stock des Schulbuchgebäudes abgegeben. Doch darauf konzentriert sich die Polizei in Dallas. Nur auf das Schulbuchgebäude. Andere Hinweise auf Attentäter verfolgt sie nicht. Die Polizei sucht und wird fündig. Die Tatwaffe, ein Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg. Und nur wenige Stunden nach dem Attentat, fast wie auf Bestellung, der dazugehörige Täter, ein gewisser Lee Harvey Oswald. Parkland Hospital. Hier kämpfen die Ärzte einen aussichtslosen Kampf um das Leben des Präsidenten. Ich sah gerade noch, wie sie den Präsidenten auf eine Bahre hoben. Mrs. Kennedy stand daneben und beugte sich über ihn. Es sah aus, als würde sie ihm etwas zuflüstern, als würde sie mit ihm sprechen. President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, some 38 minutes ago. Die Nachricht brennt sich ein in das Gedächtnis der Welt.
John F. Kennedy ist tot. Erschütterung im Hotel, wo der Präsident eine Rede halten sollte, und vor dem Krankenhaus. Die Menschen können es nicht fassen. Die Filmaufnahmen vom Attentat. Der Moment, als die Todeskugel trifft. Der Kopf liegt nach hinten. Der Schuss muss folglich von vorn gekommen sein und nicht vom Schulbuchgebäude hinter Kennedy. Einzeltäter oder Verschwörung? Eine Computerrekonstruktion scheint zu belegen, dass Oswald nicht allein war. Es muss noch einen weiteren Schützen gegeben haben. In nur 7 Sekunden konnte Oswald nicht 3 gezielte Schüsse auf den Präsidenten abgeben. Ich nehme an, dass es eine Verschwörung war. In der Armee war ich ein guter Schütze. Es ist unmöglich, dies alles von einem Punkt aus mit dieser Waffe zu machen. Lee Harvey Oswald ist der ideale Verdächtige. Seine Lebensgeschichte passt gut, zu gut. Er sympathisiert mit den Kommunisten, hat in der Sowjetunion gelebt und für Fidel Castro Flugblätter verteilt. Er war bei den US Marines, hatte Kontakt zur CIA. Motive gab's genug. Doch hatte Oswald den Auftrag, Kennedy zu töten? Er beteuerte, er sei nicht der Mörder. Er habe nichts mit dem Attentat zu tun. Und er beklagte sich, er habe keinen Anwalt sprechen dürfen. Er habe niemanden verletzt, niemandem etwas zuleide getan. Der Präsident ist tot. Es lebe der Präsident. Auf dem Flug nach Washington wird Lyndon B. Johnson als Nachfolger vereidigt. Der Leichnam Kennedys wird ins Marinehospital überführt und obduziert. And you'll hold right here on his ear. Ärzte in Dallas sahen eine Austrittswunde am Hinterkopf des Präsidenten. Indiz, dass Kennedy von vorn erschossen wurde. Doch die Obduktionsfotos aus Washington sind da nicht eindeutig. Auf diesen Fotos sieht man keine Wunde am Hinterkopf. Doch heute wissen wir, dass viele Autopsiefotos einfach verschwanden. Dafür tauchten andere auf, die zeigen, wie versucht wird, den Schädel wiederherzustellen. Insgesamt scheint alles wie der krampfhafte Versuch, die Theorie vom Einzeltäter, der von hinten schoss, zu stützen. The conclusion of a lone assassin firing from behind. Kennt Lee Harvey Oswald die Antwort? Polizist James Lievell begleitet ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis. Als wir aus dem Fahrstuhl kamen, wurde ich einen Moment lang von den Blitzlichtern der Reporter völlig geblendet. Plötzlich löst sich ein Mann aus der Menge, der Nachtclubbesitzer Jack Ruby. Er kam auf uns zu und feuerte auf Oswald. Ich versuchte noch, Oswald hinter mich zu ziehen, aber es gelang mir nicht. Räumt Ruby einen Mitwisser aus dem Weg? Oswald stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus, sein Mörder bald im Gefängnis. Ihr Geheimnis nehmen beide mit ins Grab. Ich glaube nicht, dass der Fall abgeschlossen ist. Letzte Ehre für John F. Kennedy. Trauer um den Mann, der weltweit Hoffnungen entfacht hat. Das Geheimnis des Jahrhundertmordes bleibt ungelöst. 1964, Nobelpreis für Martin Luther King und seinen gewaltfreien Kampf um die Gleichberechtigung der Schwarzen. Rebellion im Kreml. Chruschtschow wird entmachtet. Der neue Mann heißt Leonid Brezhnev. Cassius Clay hält sich für den Größten. Der Boxer gewinnt die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Ein Fahrrad bringt die Karriere ins Rollen.
Das Fahrrad ist der größte Schatz des kleinen Cassius Clay. Als es ihm gestohlen wird, läuft er zur Polizei. Der Polizist Joe Martin nimmt sich seiner an. Cassius wollte den Dieb, falls er ihn kriegt, verprügeln. Mein Dad fragte ihn, kannst du überhaupt kämpfen? Clay sagte, nein, aber ich verprügle ihn trotzdem. Da sagte Vater, komm wieder und ich bringe dir das Boxen bei. Am nächsten Tag stand Cassius vor der Tür, hier bin ich will boxen. Verbissen trainiert Clay in einer heruntergekommenen Halle. 6 bis 8 Stunden täglich. Die ersten Gegner des schwarzen Talents sind weiße Polizisten. Und die meisten schlägt er. Jeder sah sein Riesentalent. Clay war gut, leichtfüßig und schnell mit den Fäusten. So wurde er der Größte. Und das ist er bis heute. 1960, der erste große Auftritt des Cassius Clay. Bei den Olympischen Spielen in Rom gewinnt er Gold für die USA. Ein Land, das sich mit schwarzen Siegern schmückt, doch vielen keine Gleichberechtigung gewährt. Im heimischen Kentucky wird Cassius Clay der Zutritt zu einem Schnellimbiss verwehrt, nur für Weiße. Wütend wirft der gedemütigte Sieger seine Goldmedaille in den Ohio River. Für ihn ein symbolischer Akt. Er sagte, Sidney Poitier sagt keinen Ton, Sammy Davis Jr. hält seinen Mund. Aber ich werde was tun. Ich kann meinen schwarzen Brüdern helfen, ich kann meinen schwarzen Schwestern helfen. Das sagt er dauernd. Clays Mundwerk ist ebenso schnell wie seine Fäuste. Ein Provokateur im Ring und außerhalb. Ein Showman, den das weiße Publikum nicht mag. In seinem ersten Kampf um die Weltmeisterschaft im Februar 64 gehören die Sympathien seinem Gegner Sonny Liston. Eine Wachablösung bahnt sich an. Sie merken schnell, wie stark Clay wirklich war. Er schafft es, sich diesen Liston vom Leib zu halten. Und er war wirklich furchtbar. Der würde heute die ganze Schwergewichtsklasse wegputzen. Clay boxt einen neuen Stil. Tänzelnd, leicht und abwartend. Sein Motto, schwebe wie ein Schmetterling und stich wie eine Biene. Und dann der Psychoterror. Ab der 4. Runde flüstert Clay dem ramponierten Gegner zu, ich bin der Größte. Nach der 6. Runde ist Liston zermürbt und gibt auf. Der neue Boxweltmeister, völlig frei von jedem Zweifel an sich selbst. Ich bin der Größte. Ich habe die Welt erschüttert. Nur einer darf noch größer sein. Allah. Am nächsten Tag verkündet Clay, er habe sich der radikalen Sekte der Black Muslims angeschlossen. Als Rassenunruhen das Land erschüttern, wird der schwarze Champion zum politischen Symbol. Er nutzt seine Popularität. Martin Luther King sitzt bei seinen Kämpfen in der ersten Reihe. Malcolm X, der radikale Schwarzenführer, ist sein Freund. In der Auseinandersetzung zwischen Schwarz gegen Weiß gibt Clay sich einen neuen Namen, einen Kampfnamen. Warum bestehen Sie darauf, Muhammad Ali genannt zu werden? Das ist der richtige Name für einen Schwarzen. Cassius Clay war ein Sklavenname. Ich bin aber kein Sklave mehr. Der Rebell in Deutschland, Muhammad Ali, kämpft im Frankfurter Waldstadion gegen den Europameister Karl Millenberger. Ali ist der klare Favorit. Doch der Deutsche geht nicht nur in Deckung. Er bringt den Gegner in Bedrängnis. Damit hat keiner gerechnet, am allerwenigsten der Champion selbst. Am Ende setzt sich Ali nur mit Mühe durch. In der 12. Runde bricht der Ringrichter den Kampf ab. Muhammad Ali sagte das damals. Das war für mich der härteste Kampf, den ich bisher hatte. Ich hatte mir das leichter vorgestellt gehabt und ich glaube, einen Kampf machen, das hätte ich mir nie mehr zugetraut. Für den Champion brechen harte Zeiten an. Amerika führt seinen Krieg in Vietnam. Und ausgerechnet Ali, der schwarze Rebell, soll hier mitkämpfen. Stattdessen kämpft er vor Gericht. Ali verweigert den Kriegsdienst. Die Richter verurteilen ihn zu 5 Jahren Haft. Und ihm wird der Weltmeistertitel aberkannt. Boxer sollen schweigen, aber das kann Ali nicht. On the great, splendid stand to stop
the bloody war that's now going on in Vietnam. Der Champion hat den längeren Atem. Das höchste Gericht Amerikas hebt das Urteil auf. Ali trainiert verbissen. Er will den Weltmeistertitel zurück. Entscheidung in Zaire. Unter der Schirmherrschaft des schwarzen Diktators Mobutu heizt Ali mit einem neuen Schlachtruf ein. Ali Boumouye! Ali Boumouye! Ali Boumouye! Ali, töte ihn! Weltmeister George Foreman ist haushoher Favorit. Doch Ali, Liebling der Massen, erklärt ihn zu seinem persönlichen Feind. Ich weiß nicht, ob es wirklich Hass zwischen den beiden gab. Aber Foreman war nach seinem Olympiasieg mit der amerikanischen Flagge durch den Ring gelaufen. Ali nannte ihn Onkel Tom, den Champion der Weißen. Wieder kämpft Ali klüger, als sein Psychokrieg erwarten lässt. Zunächst geht er in Deckung, Foreman sieht aus wie der sichere Sieger. Doch Alis Taktik geht auch diesmal auf. Foreman wird müde. Jetzt greift der Herausforderer an. Entscheidung in der achten Runde. Ali Boumouye, schreit die Menge, töte ihn. Doch es ist nur ein sauberer K.O. Endlich wieder Weltmeister. Es war der Höhepunkt. Von nun an baut er ab. Er kann nicht aufhören. Erst nach der Niederlage gegen Larry Holmes hört Ali 1980 auf. Es war ein Leben voller Kämpfe. Für Gerechtigkeit, gegen Rassismus und Armut, gegen Verbrechen und Analphabetismus. Boxen war nur dazu da, mich dafür bekannt zu machen. Am Ende macht er seinen Frieden. Mit Amerika und mit der Welt. Seine Krankheit Parkinson, das Erbe seiner Kämpfe, nimmt er an als Preis. Naturally, if I go back anywhere and check their whole life, they can pick things they regret. But I can't, everything that I did consider bad and down was, in the end, made me more popular and more recognized. So the bad things that happened to me turned out to be good. So I don't regret nothing. Am Ende gibt sein Land ihm jene Goldmedaille, deren Original er einst im Zorn in den Ohio River warf, zurück. Ihm, dem Jahrhundertboxer.